Herzlich willkommen bei Natur im Garten. Mein Name ist Daniela Tüchler, ich bin Gemeindeberaterin bei Natur im Garten und ich möchte Ihnen heute einen der wohl bekanntesten Grünraumschädlinge und seine Lebensweise ein bisschen genauer vorstellen. Ich stehe hier unter einem beliebten traditionellen Stadtbaum im Grünraum. Er ist großkronig, er ist Insektenmagnet und er spendet ganz viel Schatten. Und er ist mit seinen weißen oder rosafarbenen Blüten nicht nur bei uns Menschen, sondern auch bei den Insekten besonders beliebt. Aber auch die vielerorts bekannte Kastanienminiermotte fühlt sich im Blattwerk der Rostkastanie besonders wohl. Der Name der Kastanienminiermotte, der leitet sich vom Fraß der Larven und von den Miniergängen im Blatt ab. Die Kastanienminiermotte Camerarria oridella, die wurde Ende der 80er Jahre von Südosteuropa nach Mitteleuropa verschleppt und breitet sich seitdem in ganz Europa großräumig aus. Eigentlich ist die Kastanienminiermotte ja ein ganz hübscher Schmetterling, jedoch mit seinen 5 mm relativ klein und unscheinbar. Seine Flügel, die sind kupferfarben mit weißen Querbändern. Durch den Minierfraß der Larven entstehen braune Flecken an den Blättern und im Laufe der Larvenentwicklung werden die durchscheinenden Gänge dann immer größer und die Blätter sind dadurch immer schlechter mit Wasser versorgt. In den Sommermonaten verfärben sie dann die Blätter als Ganzes braun, sie rollen sich ein und fallen dann auch frühzeitig ab. Und wenn ein Baum dann über mehrere Jahre hinweg immer wieder befallen wird, schwächt das die Baumgesundheit langfristig und es können ganze Äste absterben. Ab April beginnt die Flugzeit und ab Ende April legen die Weibchen dann bis zu 70 Eier auf die Blattoberseite der Rostkastanienblätter ab. Mit freiem Auge sieht man die Eier kaum. Sie sind oval, weniger als 0,5 mm klein und fast durchsichtig. Und nach nur 10 Tagen schlüpfen dann winzige 1 bis 4 mm kleine Larven, die sich sofort ins Blatt wieder reinbohren und dort in den oberen Gewebsschichten des Blattes fressen. Auf diese Weise entstehen die typischen im Blatt abgeschlossenen Hohlräume, die sogenannten Minen, wo die Larven geschützt und ungestört fressen können. Bevor sie die Larven in Schmetterlinge verwandeln, spinnen sie sich zuerst im Blatt ein und im zweiten Larvenstadium kreieren sie dann um sich herum einen kleinen Kokon und machen 2 Wochen Puppenruhe. Ab Mitte Juni schlüpfen dann in unseren Breiten die ersten Motten der Frühlingsgeneration und dann die der Sommergeneration. Die Falter der dritten Generation, die überwintern dann meist im Puppenstadium, in ihren Kokons, in den Minen der abgefallenen Blätter. Nach circa 6 Monaten Winterruhe schlüpfen die Falter im folgenden Frühjahr aus dem Falllaub und der Entwicklungszyklus beginnt von neuem. Genau aus dem Grund, weil die da im Falllaub drin überwintern, sollte das Laub befallener Kastanienbäume im Herbst unbedingt vollständig entfernt werden. Dabei kann man das Laub ruhiger kompostieren. Mit einer Heißrottekompostierung mit Komposttemperaturen von ca. 60 Grad ist man auf der sicheren Seite und die Puppen sterben dann auch ganz sicher ab. Am besten ist natürlich, Kastanienbäume schon vorbeugend vor der Miniermotte zu bewahren. Kohlmeisen und andere Vögel sind zum Beispiel natürliche Gegenspieler und daher hilft oft die Installation von Nistkästen für eine natürliche Regulierung des Schädlings. Oder auch Nützlinge wie Schlupf- oder Erzwespen können die Schädlingslarven parasitieren. Und solche Nützlinge, die unterstützt man am besten mit einem vielfältigen Blühangebot. Vitale Bäume sind generell weniger anfällig auf Schädlinge. Das heißt, eine Kastanie, die gut mit Wasser und Nährstoffen versorgt ist und keinen Stress durch Streusalz im Winter hat, ist sicher besser dran. Übrigens wird hauptsächlich die weißblühende Rostkastanie befallen. Edelkastanien, also Esskastanien, werden nicht befallen und rotblühende Kastanien werden weitgehend von der Miniermotte verschont. Und das Wichtigste zum Schluss: die Pflanzung vieler unterschiedlicher, standortangepasster Baumarten ist die beste vorbeugende Maßnahme gegen Schädlingsdruck an Bäumen in Ihrer Gemeinde.